Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute nehme ich euch auf einen der Klobuk-Trails in Tschechien mit. Und am Ende des Videos stelle ich euch ein ganz interessantes Produkt vor. Ich wünsche euch viel Spaß zusammen mit dem Robert und Hendrik. Los geht's. Technische Stelle. Mhm. Das muss man angucken. Mhm. Ansonsten ist das nicht. Ja, Kopfabstand lassen immer. Ja. Wo mitnehmen, oben bleibt etwas stehen. Das ist so ein bisschen wie bei mir daheim, aber schneller. Bei mir daheim hast du immer so technische Stellen, wo du halt Hinterrad umsetzen musst oder extrem verblockt, wo du halt langsam fahren musst. Da kommst du nicht auf die Geschwindigkeit. Und hier ist halt alles ein bisschen zügiger. Das ist nice, gefällt mir. Ja. Ja. Okay. Das ist eine Überraschung, Hendrik. Okay. Links bleiben und dann schon über den Stein eigentlich das Heck rumholen. Ein bisschen in den Stein reindriften quasi. Boah, über den Stein. Scheiße. Boah, über den Stein. Scheiße. Aber jetzt gerade ziemlich witzig, Leute. Ich bin hier über den Stein gerollt mit dem Vorderrad und ist aber ultra steil hier. Ultra. Dann direkt eine Kurve. Ach, ist abgesetzt.
Mega nice. Sahne. Geil. Ah. Du zweifelst, aber probieren's. Oh. Ah. Scheiße. Ja, das war jetzt einer der Kloburg Trails. Ich glaube, der heißt Duha Vilna. Also übersetzt auf Deutsch heißt das die zweite Welle. Und es gibt ja noch einen weiteren Trail. Wer mehr Infos dazu haben möchte, findet einen Link zu der Kloburg Trails Website in der Videobeschreibung. Allerdings da alles auf Tschechisch. Und wenn man es auf Deutsch übersetzt, ich weiß nicht, ob das so alles richtig ist. Als YouTuber mit ein bisschen Reichweite bekommt man ja fast täglich Kooperationsanfragen zu verschiedensten Produkten. Die meisten E-Mails lese ich erst gar nicht und einige Werbeagenturen habe ich auch schon auf der Blacklist. Also das heißt, ich habe deren E-Mail blockiert, sodass sie mir nichts mehr schreiben können, weil ich mich oft darüber ärgere, wie sie darauf kommen, mir eine Kooperationsanfrage mit diesem Produkt zu stellen. Also ich bin der Meinung, dass man sich erstmal über den Content des YouTubers ein bisschen informieren sollte und mir nicht irgendwie Werbeangebote für Schmuck, Uhren oder okay, da bin ich jetzt selber schuld. Ich habe wirklich auch schon was für Küchenartikel bekommen. Also wer mir auf Instagram folgt, weiß, wovon ich gerade spreche. Manchmal gibt es auch interessante Produkte, die ich auch mal teste, aber die nicht in meinen Videos landen, weil ich dann vielleicht doch nicht so ganz davon überzeugt bin. Und jetzt ist wieder so ein Produkt, was ich habe, was branchenfremd ist. Also absolut branchenfremd. Eigentlich nichts mit Mountainbiken zu tun, aber doch, ich als Mountainbiker nutze es sehr, sehr viel. Und auch der Chef von dieser Firma ist selbst Mountainbiker und schaut auch meine Videos, deswegen ist überhaupt diese Kooperation zustande gekommen. Also die Firma ist gerade nur 30 Kilometer von mir entfernt und er hat mich einfach mal zu sich eingeladen und meint, komm mal vorbei, ich habe da was Interessantes, sagt, okay, was ist das schon wieder? Dann bin ich hingefahren und er hat mir das Produkt vorgestellt und ich dachte mir, okay, teste es mal und es ist wirklich gut. Deshalb möchte ich das auch euch vorstellen und vielleicht ist es für den einen oder anderen was. Wie ihr wisst, darf man Protektoren nicht mit Waschmittel waschen, einen Rucksack in die Waschmaschine reinschmeißen, kann man mal machen, ist aber auch nicht so gut. Und was man auf keinen Fall machen sollte, also meine Erfahrung ist, Schuhe in die Waschmaschine schmeißen. Denn es gibt einige Schuhe, die haben als Innensohle eine Pappe drin. Und wenn man das einmal wäscht oder es zu nass wird, dann bricht diese Pappe und dann geht die Sohle kaputt. Wenn es gerade nicht voll mit Kuhpisse ist, braucht man aber zum Beispiel Knieschoner nicht zu waschen. Trotzdem fangen sie irgendwann an zu stinken, beziehungsweise wenn man sie anfängt zu waschen, dann stinkt es nach jedem Mal neu anziehen, weil man mit dem Waschen, also erst recht mit Waschmittel, wäscht man die antibakterielle Imprägnierung bei Protektoren, Protektorenjacken raus und dann stinken die Protektoren immer. Touch Me ist ein oder ist der welterste Berührungsduft und ein Geruchsneutralisierer. Ich benutze jetzt Touch Me seit über 2 Monaten, also teste das ordentlich durch, bevor ich sage, okay, das Produkt ist geil, das will ich meinen Zuschauern zeigen und ich benutze es für alles Mögliche. Ich sprühe damit gelegentlich nach dem Biken meine Schuhe, Protektoren und Helm ein. Da das Mittel dermatologisch getestet und hyperallergen ist, braucht man sich da keine Gedanken beim Hautkontakt zu machen. Ich habe das Zeug sogar mal unter meine Achsen gesprüht, es funktioniert. Interessant ist auch, wenn man auf einem Bike-Trip ist und hat keine Möglichkeit, seine Klamotten zu waschen und möchte am nächsten Tag nochmal sein, ja, jetzt wahrscheinlich nach Schweiß müffelndes Trikot anziehen, dann kann man das auch mit Touch Me einsprühen und gegen unangenehme Gerüche auch das Trikot noch 2-3 Tage auf jeden Fall anziehen. Und zwar basiert der Berührungsduft auf einer komplexen Nanotechnologie und nutzt Wasser als Trägerflüssigkeit. Wenn man das Mittel nun auf eine Oberfläche sprüht und 10 Minuten trocknen lässt, werden die Gerüche erstmal neutralisiert. Und wenn man dann die Oberfläche berührt, wird der Duft von Touch Me freigesetzt. Also es ist nicht so, dass man es irgendwo drauf sprüht und es riecht die ganze Zeit nach Parfüm, sondern erst wenn man die Oberfläche berührt, wird der Duft erneut aktiviert. Der Effekt hält von Sprühmenge und Häufigkeit der Berührung ab. Wenn man die Oberfläche jetzt nicht berührt, soll der Duft noch nach 2 Jahren aktivierbar bleiben. So, ein Touch Me gibt es jetzt in 3 verschiedenen Düften. Einmal Red, dann das Blue und Gold. So eine Flasche mit 200 Milliliter kostet 13 Euro. Und bald wird es auch ein Viro-X mit Desinfektionsmittel geben. Wer mehr Infos dazu haben möchte, findet einen Link in der Videobeschreibung. Und ich habe sogar auch noch 30 Probefläschchen für euch klar gemacht. In der Videobeschreibung erfahrt ihr, wie ihr eins dieser Probefläschchen bekommen könnt. Und das war es erstmal vom heutigen Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao.